120.000 Fahrgäste benutzen den Leipziger Hauptbahnhof täglich. Das ganze Jahr über fahren ICEs, S-Bahnen, Regionalzüge. Dabei ist der Einfahrtsbereich des Bahnhofs seit mehreren Jahren eine Baustelle. Dass unter rollendem Rad, wie es die Eisenbahner nennen, gearbeitet wird, bekommt man als Fahrgast relativ selten und in großen Zeitabständen zu spüren. Im September und November war es jedoch wieder soweit. Der laufende Betrieb musste zwischen Hauptbahnhof und Mokau teilweise oder ganz unterbrochen werden. Seit 4 Jahren hat sich der September intern für die Bauphasen etabliert. Vor allem aber passte es terminlich. Am 10. Dezember kommt der neue Fahrplan zum Einsatz. Damit der laufende Verkehr nicht allzu lange beeinträchtigt wurde, wurde zu jeder Tag- und Nachtzeit gearbeitet. Sowohl für die Bauarbeiter als auch die Anwohner keine leichte Zeit. Doch es war notwendig, denn es musste viel in wenig Zeit geschafft werden. Mein Name ist Volkmar Bachmann, ich bin Baubüroleiter der Bauüberwachung hier in dem Knoten Leipzig. Und wir betreuen die Einbindung der VDE 8283 in den Knoten Leipzig mit meinem Team von insgesamt 20 Bauüberwachern hier. Wir haben das Ziel, die Ein- und Ausfahrtsgeschwindigkeiten der Neubaustrecke VDE 8283 zu erhöhen und damit Fahrzeitgewinne zu ermöglichen. Hierzu war es erforderlich, das Gleisvorfeld des Leipziger Hauptbahnhofes zu linearisieren mit insgesamt 5 Ein- und Ausfahrtsgleisen in den Knoten Leipzig und heraus. Dazu war es jetzt im September erforderlich, dass wir an insgesamt 6 Hotspots, sogenannte Lückenschlüsse, vollzogen haben. Das heißt, wir mussten baubedingte Bauweichen rückbauen, wir mussten Oberleitungsanlagen komplettieren und wir mussten die neue Signaltechnik prüfen und auch in Betrieb nehmen bzw. einbinden in das bestehende elektronische Stellwerk. Und jetzt in einer finalen Sperrpause im November werden wir ein komplett neues elektronisches Stellwerk in Mokau in Betrieb nehmen, was wir im letzten Jahr aufgebaut haben und somit auch hier dann ab November komplett auf einem elektronischen Stellwerk die Möglichkeit haben, die VDE 8283 mit in Betrieb zu nehmen für die Einbindung im Knoten Leipzig. Eine logistische Herausforderung. Auf 2 Baufeldern, dem Baufeld Hauptbahnhof und dem Baufeld Mokau, wurde gleichzeitig gearbeitet. Am Baufeld Hauptbahnhof wurden die in den vergangenen Monaten neu gebauten Bahnanlagen in das Streckennetz angeschlossen. Für diesen Lückenschluss mussten Übergänge zwischen den bestehenden und den neuen Gleisen geschaffen werden. Im Einzelnen läuft das so. An den Einbindungsstellen werden die alten Schienen in Teilstücke getrennt und zusammen mit den Schwellen ausgehoben. Es folgt ein neues Schotterbett, das Planum. Dann werden die Schwellen darauf verlegt. Vormontierte Teilstücke von ca. 4 Metern werden mit einem Schienenkran an Ort und Stelle gebracht. Nur wo dies nicht möglich ist, werden die Schwellen einzeln verlegt. Für den Einbau der vormontierten Weichen oder für größere Teilstücke wird ein Schienendrehkran eingesetzt. Nachdem die kurzen Schienenmontagestücke durch bis zu 120 Meter lange Schienen ausgetauscht sind, werden diese verschweißt. Das geschieht meistens in der Nacht. Nachdem nun die Gleise auf dem Schotterbett liegen, werden diese, wie es heißt, gestopft. Auch wenn man es diesen rollenden Monstern kaum zutraut, die Stopfmaschinen richten die Schienen millimetergenau aus. Dafür vergleichen sie die Daten der geplanten Gleislage mit der aktuellen Position, heben die Schienen wo nötig an und verdichten den Schotter so unter den Schwellen, dass die Schienen präzise an der gewünschten Position liegen. Doch mit den Gleisen allein fährt noch kein elektrisch angetriebener Zug. In der Sperrpause wurden daher noch 7,5 Kilometer Oberleitung installiert. Für diese wiederum mussten Maste gesetzt werden. Außerdem wurden 35 Signale eingebaut, geprüft und in Betrieb genommen. Durch die neuen Gleise wurde der Einfahrtsbereich des Hauptbahnhofs entflochten. Während vorher die ICE- und S-Bahnen über Weichen einzeln eingefädelt wurden, ist nun das Gleiswirrwarr so weit wie möglich geordnet und geradlinig. Auch im Baufeld Mokau wurde viel geschafft. 2 Kilometer Gleise und 2,5 Kilometer Oberleitung wurden hier in den wenigen Tagen verbaut. Ergebnis? Das westliche Gleis wurde in Betrieb genommen. Dadurch konnten die bisher befahrenen Gleise zurückgebaut und das nächste Teilstück der Eisenbahnüberführung Essener Straße abgerissen werden.
Bis 2018 entsteht hier der neue S-Bahn-Haltepunkt Leipzig-Essener Straße. Bis 2020 sollen insgesamt 6 separierte Streckengleise verlegt sein, um den Zügen von der Schnellfahrstrecke die Einfahrt in den Knoten Leipzig mit bis zu 160 km pro Stunde parallel zum S-Bahn-Verkehr zu ermöglichen. Dafür werden noch weitere Sperrpausen nötig sein. In Mokau wurde zudem ein elektronisches Stellwerk, kurz ESTW, errichtet. Bisher mussten Züge, die zwischen Berlin und Erfurt des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nummer 8, kurz VDE 8, unterwegs waren, bei der Einfahrt nach Leipzig von 2 elektromechanischen Stellwerken übernommen und bis zum Hauptbahnhof geführt werden. Mit dem neuen Stellwerk ist der Knoten Leipzig in das elektronische Zugsteuerungssystem, kurz ETCS, eingebunden. Es ist das modernste Steuerungssystem Europas und kommt für das gesamte Projekt VDE 8 zum Einsatz. Für die ETCS-Steuerung wurden deshalb zwischen den neuen Schienen im Einfahrtsbereich des Knotens sogenannte Balisen montiert. Das sind gelbe A4-Blatt große Metallkästen im Gleis, die als Datenträger fungieren. Für die im Dezember neu in Betrieb gehende Schnellfahrstrecke von Berlin nach München und den damit verbundenen größten Fahrplanwechsel bei der Bahn mussten alle Balisen neu programmiert werden. In der Sperrpause 2017 wurde also einerseits die Grundlage für weiterführende Bauarbeiten geschaffen. Andererseits ist nun der Knoten Leipzig mit der Schnellfahrstrecke Berlin-München durch einen optimierten Spurplan und modernste Stellwerktechnik verbunden. Ab diesem Dezember können Fahrgäste, die über Leipzig fahren, von den schnelleren Fahrzeiten des VDE 8 profitieren. Von Leipzig braucht man nach München dann nur noch 3 Stunden und 15 Minuten.